Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, erstmal schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin hier heute unterwegs mit meinem Großcousin, der Marco. Da ist er. Wir schauen uns heute ein altes, verlassenes Krematorium an. Und ja, wir stehen hier schon hier. Hier ist eine Luke, da gehen wir gleich rein. Und ich würde sagen, ich melde mich gleich, wenn wir drin sind. Aufzug. Guck mal, hier liegen diese Schilder, die in den Urnen draufgeklackert wurden, siehst du? Ja. Schaut mal. Boah, ist das, ey. Ja, guck mal, hier stehen die. Hier kam die Asche auch rein. In diesen Behältern. Das ist aber doch richtig groß, ne? Oh, hier geht's runter. Wie viele von den Behältern noch da sind. Ich habe ein ganz komisches Gefühl hier drin. Und du, Marco? Wie? Aber auch hier keine Ausdauer. Ach, guck mal. Guck mal, da sind diese, wie heißen die, Schamottsteine? Ja, guck mal. Die sind alle mit so einer Nummer verziert. Ich mache mal hier das andere Licht an. Hier könnt ihr das nochmal sehen, diese Schamottsteine. Die kamen dann in die Urne rein, damit man die nicht verwechselt, ja? Was, kommt man nicht runter? Das ist die Ecke, wo die Brandbomben sind. Ja, das kommt da gleich. Ja, ja, die sozusagen. Da kommen wir gleich zu. Ja, die sind dann oben. Ja, Freunde, wir gehen jetzt mal die Treppe hoch. Ja, da haben wir doch schon so einen Brennofen, ne? Ja, ja. Von der anderen Seite, von der Rückseite. Ja, hier ist einer. Das ist eine Brennkammer. Und hier
das war bestimmt mal so ein Aufbewahrungsraum oder irgendwas. Ja, ja. Guck mal hier. Konnte man drehen. Da ist der Wagen, für die in den Öfen reingeschmissen. Da ist noch eine Brennkammer hier. Hier könnt ihr das nochmal sehen. Das ist dieser Laufwagen oder keine Ahnung, wie das Ding sich nennt. Das könnt ihr mir. Wie heißt denn nochmal das Ding? Das könnt ihr mal gerne unten mal in die Videokommentare schreiben. Da wurde die Särge nämlich in die Brennöfen reingeschoben hier. Oh krass, ist das krass. Oh, Alter, Alter. Und hier ein Grabstein. Eieieiei. Oh. Ist das der Keller unten? Ja, da ist richtig dunkel. Da ist dunkel? Ja. Alter, was ist denn das? Oh! Ich fühle mich hier echt unwohl, Marco. Obwohl das schon ziemlich abgerockt ist, das Ding, ne? Aber wenn man sich das vorstellt, dass hier Leichen verbrannt wurden. Viele Taubenscheiße hier. Hier geht es auch wieder nach unten. Hier haben wir die Brennkammer von der anderen Seite. Alter Falter. Das sieht mir aus wie so Kühlkammern hier. Kühlräume. Hier auch noch eins. Das sieht mir nach einem Aufzug aus, ja, genau. So, jetzt gehen wir mal nach oben. Hier sind auch noch frische Fußspuren. Wahrscheinlich. Wow. Und das sieht mir aus, als wenn der Sarg hier immer hoch, hier wo die Särge hochkam und runtergefahren wurden. Ja. Geht hier auch noch hoch.
So, Freunde, es geht nach oben. Ja. Ach, was ist das denn für ein Raum? Hä? Ah, jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich das. Ein zu und zugemauert die Tür, wo man da oben hinkommt hier, Freunde. Ja. Ne? Wie sieht ja wieder da aussieht. Also da oben kannst du keinen Schritt mehr machen. Das ist ja schon eine Katastrophe. Ah ja. Vom Aufzug hier. Okay. Mhm. Ah, hier. Hier könnt ihr das nochmal sehen. Seht ihr das? Da ist direkt so ein Deckel drauf. Mhm. So sehen die dann fertig aus. So sehen die fertig aus. Da kommen die Deckel dann oben drauf. Ja. Hier wurden die nämlich abgefertigt. Ach, guck mal. Ist schon gruselig, ne? Ist schon. Guck dir mal das Holz an, ey. Boah, das löse ich schon auf, ne? Das sind die Ersatzsteine für die Brennkammern. Guck mal, hier. Schamottsteine. Nee, das sind die normalen. Oder heißen die auch Schamott, ne? Ja. Ah ja, hier ist nichts mehr. Aber schon interessant. Und hier? Alter, krasse Scheiße. Aber drin müssen sie hier schon drin sein, weil hier sind alles neue Weinflaschen. Ja. Ja, ja, Bierflaschen und so, hab ich gesehen. Ja, ja, ich weiß. Hier ist nämlich die Maschine, guck mal. Da kam die Asche oben rein. Und die wird dann hier unten wahrscheinlich hier durchgemahlen nochmal. Ja. Weil ist ja normal, das wird klein gemahlen und dann kommt das in die Becher rein. Ja. Ja, Freunde. Freunde. Okay, das war der Aufzug. So. Hier waren wir rein, ne? Oder? Ja, hier sind wir noch. Hier sind wir rein. So, Freunde, ich sehe wieder aus wie da am Ölen hier, aber das ist so eine bedrückende Atmosphäre hier drin, Freunde. Ihr glaubt es nicht. Also das ist echt eine Nummer. Der Marco grinst sich da schon einen ab, ey. aber trotzdem, dass sie so alt und runtergekommen ist, dieses Krematorium, muss man sagen, hat noch was, ne? Hat noch ein bisschen Gruselfaktor. Ich glaube, nachts wird das noch schlimmer. Ja, Freunde, ihr wisst, ich bin so ein kleiner Schisser. Aber nein, alles gut. Ja, Freunde, das war's von dem Video. Wir verabschieden uns jetzt und ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, haut rein. Ciao.